Jo Leute, willkommen zum Fragenfreitag. Und heute machen wir passend zum Herbst ein Quiz über schlechtes Wetter, Regenwetter. Viel Spaß. Wie gut kennst du dich mit Schmuddelwetter aus? Übrigens, mir ist aufgefallen, wenn ihr immer so ein komisches Geräusch im Hintergrund hört, mein PC ist leider sehr laut, deswegen hört man den meistens im Hintergrund. Ich hoffe, das ist nicht allzu störend. So, Frage 1. Welche Stadt in Deutschland hat die meisten Regentage? Hamburg, Halle an der Saale, Köln, Kiel. Also, ich glaube, Hamburg, das ist so ein Klischee, dass es da immer nur regnet. Aber ich würde, also Köln glaube ich eigentlich auch nicht, dass es da jetzt so viel regnet. Kiel könnte sein. Ja, ich sag Kiel, glaube ich. Kiel, ja, ich sag Kiel. Halle an der Saale, okay. Halle an der Saale hat 266 Regentage. Danach kommt Köln mit 263 Regentagen. Über die Menge des Niederschlags sagt das aber nichts aus. Okay, dass Köln auf Platz 2 ist, hätte ich nicht gedacht. Die 2. Wie groß kann ein Regentropfen werden? 4 mm, 6 mm, 9 mm. Also 4 mm, glaube ich, ist zu klein. Es gibt schon richtig dicke Regentropfen. Aber ob die wirklich 9 mm werden können? Ich sag 6 mm. Ne, sie können wirklich 9 mm werden. Ein Regentropfen kann bis zu 9 mm groß werden. Danach zerfällt er in der Luft in kleinere Tröpfchen. Regulär hat ein Regentropfen eine Größe von 1 bis 2 mm. Okay. Die 3. Was ist ein Friesennerz? Ein Tee mit Schuss? Eine Wolldecke aus friesischem Schaffell, ein Regenmantel. Nerz, ist ja, es gibt ja sowas wie Nerzstoff. Und in der Gegend von Friesen, da regnet es glaube ich auch öfters. Deswegen würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass es ein Regenmantel ist. Also ein Tee mit Schuss sieht sich total aus. Ja, die Wolldecke eigentlich auch, es muss ein Regenmantel sein. Ja, als Friesennerz bezeichnet man eine Regenjacke, die ursprünglich vor allem von Seglern und Berufsfischern an der Küste getragen wurde. Sie besteht aus Polyester und wird mit PVC beschichtet. Okay. 4. Apropos Regenjacke, ab wann gilt diese als wasserfest? Ab 1300 mm Wassersäule? Ab 1000 mm Wassersäule? Ab 1800 mm Wassersäule? Ich glaube, so eine Regenjacke gilt schon relativ früh als wasserfest, obwohl sie es noch nicht ist. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass es schon bei 1000 ist. Ich sage bei 1300. Richtig. Regenjacken sind nach DIN-Norm ab einem Wert von 1300 mm Wassersäule wasserdicht. Eine Studie der Materialprüfanstalt St. Gallen hat aber ergeben, richtig trocken bleibt man nur, wenn die Jacke mindestens 4000 mm Wassersäule hat. Generell gilt, je höher die Wassersäule, desto undurchlässiger die Jacke. Habe ich doch gesagt. Eigentlich wirklich erst ab 4000, ab 1300 gilt sie als wasserfest. Die 5. Woraus besteht eigentlich Graupel? Schneekristalle und Regen, Hagelkörner und Regen, Eiswürfel und Regen. Also, Eiswürfel und Regen schließe ich aus. Hagelkörner und Regen eigentlich auch. Ich würde sagen, es sind Schneekristalle und Regen, weil ich Graupel ist einfach so, glaube ich, so ein bisschen matschig irgendwie und dann passt es mit Hagelkörner und Eiswürfeln einfach nicht. Deswegen sage ich jetzt Schneekristalle und Regen. Ist auch richtig. Graupel entsteht, wenn Regentropfen und oder angetaut Schneeflocken durch eine sehr kalte Luftschicht fallen. Dann bilden sich 2 bis 5 mm breite Wasserverkettungen aus Eis und Wasser. Okidoki. Die 6. Regen hat tatsächlich einen Duft. Wie heißt der?
Tasfo, Melchior, Petrichor. Keine Ahnung. Aber ich glaube, als einziges von diesen drei Worten habe ich Melchior schon mal gehört. Deswegen nehme ich das jetzt auch. Das ist Petrichor. Wenn Regen auf trockene Erde trifft, nennt sich dieser Duft Petrichor. Er setzt sich aus Ölen zusammen, das manche Pflanzen in trockenen Zellen abgeben. Dieses Öl wird von Steinen und Tonerde absorbiert, sobald Wasser darauf trifft, entsteht der markante Regenduft. Okay. Ja, man kennt es ja so, wenn man nach draußen geht, es riecht nach Regen, das ist jetzt Petrichor-Duft. 7. Welchen Einfluss hat Regenwetter auf uns? Wir sind pünktlicher, wir geben mehr Trinkgeld, die Aktien an der Börse steigen. Ich hätte jetzt gesagt, wir sind depressiv. Aber das ist hier nicht angegeben. Ja, ich glaube, auf die Aktien hat es jetzt keinen großen Einfluss. Ich würde sagen, wir wollen pünktlich sein, weil bei Regenwetter hat man eben das Problem, Verkehr und so schlimm. Und deswegen glaube ich, gehen wir früher los, damit wir pünktlicher sind. Ist auch richtig. Tatsächlich sind wir bei Regenwetter pünktlicher. Eine Studie hat ergeben, dass Angestellte morgens bei Sonnenschein unpünktlicher sind als ein schlechtes Wetter herrscht. Die 8. An welchem Ort auf der Welt regnet es quasi nonstop? Toronto, Kanada, Mount Waialili, Hawaii, Hamburg, Deutschland. Gut, Hamburg, Deutschland können wir jetzt durch die erste Frage eigentlich schon wieder ausschließen. Ja, ob es in Kanada jetzt viel regnet, weiß ich nicht. In Hawaii kann ich auch nicht sagen, wie viel es da regnet. Ich sag jetzt trotzdem mal Hawaii. Regentage im Jahr. Wer sich über das Shitwetter in Hamburg beschwert, sollte besser nicht nach Kauai auf Hawaii fahren. Auf dem Vulkan Mount Waialili regnet es wirklich fast ohne Pause. Waialili, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ohne Spaß. Aber okay, in Hawaii regnet es am meisten auf der Welt. Und die 9. Und abschließend, wie viele zahlen die Deutschen im Durchschnitt für ein Schirm? 4,50 Euro, 12 Euro, 9,50 Euro. Es gibt da auch schon so Billigregenschirme für 1 Euro, oder nicht? Ja, Ich glaube aber, wenn man so irgendwie sich die meisten Preise für einen Schirm anguckt, glaube ich, sind es wahrscheinlich eher die 10 Euro, also 9,50 Euro. Ja, und wenn man da jetzt genau guckt, ob es da noch irgendwo billigeren unbedingt gibt, weiß ich jetzt nicht, deswegen sage ich jetzt mal die 9,50 Euro. Ne, es sind doch nur die 4,50. 4,50 zahlen die Deutschen durchschnittlich für einen Regenschirm. Mittlerweile erhält man diese auch in der Drogerie. Früher gab es aber Geschäfte nur für Schirme. Okay, man schaut anscheinend doch möglichst nach dem billigsten. Gut, würde ich auch machen. Regen findest du gut, vor allem wenn du dem Prasseln zuhören kannst. 5 richtig von 9. Ja, wenn ich im Warmen bin, finde ich Regen ganz gut. Aber wenn ich raus muss, finde ich Regen mal so gar nicht geil. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mit dem Daumen nach oben. Hier sind nochmal 2 alte Videos für mich eingeblendet. Könnt ihr draufklicken, die sind auch sehr, sehr interessant. Dann könnt ihr mich hier natürlich wie immer kostenlos abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Sehen Sie in den 90ern. Bye, bye.